Liebe Geschwister, die Prüfung ist die Prüfung. Und wir haben den Dars heute, den Unterricht, unter dem Titel Ich kann nicht mehr. Warum kannst du nicht mehr, Yachi? Hat einer eine Säge an deinem Kopf angesetzt und dich in zwei Hälften zersägt? Antwort nein. Hat einer dich mit einem Eisenkamm durchgekämmt, so dass deine Haut und deine Knochen und dein Blut dran geblieben sind? Nein. Was ist dein Problem? Was ist deine Prüfung, frage ich dich. Ja, wenn ich auf der Straße bin, dann lachen mich manche Leute aus. Subhanallah. Subhanallah. Allah hat das doch gesagt. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Und wahrlich, die Verbrecher pflegten es, über die Gläubigen zu lachen. Das ist deine Prüfung? Das ist dir nicht wert, das Paradies zu bekommen? Du wirst geprüft werden. Aber danke Allah, dass er uns nicht so prüft, wie diejenigen, die vor uns waren. Das waren Prüfungen. Wallahi al-Azim, ich schäme mich, wenn ich die Geschichten der Sahaba lese, wie sie geprüft wurden und wie wir uns sofort unter dem Bett verkriechen und am liebsten unter der Erde laufen wollen, nur damit wir nicht geprüft werden. Ist das die Dunya? Die Dunya ist ein Prüfungsort, wie wir gesagt haben. Wenn wir La ilaha illallah sagen, dann fangen die Prüfungen an. Manche Leute denken, wenn sie La ilaha illallah sagen, dann haben sie alles geschafft. Nein, ab da fängt es an. Alif Lam Mim, glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen? Wir lassen sie nicht in Ruhe, meint Allah. Erst dann werden wir sie prüfen. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. So werden wir sie so prüfen, wie wir diejenigen geprüft haben, die vor ihnen waren. So werden wir wissen, wer die Wahrhaftigen sind. Möge Allah uns unter den Wahrhaftigen schreiben. Und wir werden gewiss wissen, wer die Lügner sind. Subhanallah. Wer sind die Wahrhaftigen und wer sind die Lügner, liebe Geschwister? Deswegen will ich mich und euch daran erinnern, welche Prüfung haben wir bis jetzt gehabt? Wir haben keine richtige Prüfung gehabt. Keiner von uns saß 10 Jahre im Islam, saß 10 Jahre im Gefängnis, nur weil er Muslim ist. Nur weil er seine Religion richtig praktiziert. Keiner von uns wurde getötet, nur weil er Muslim ist. Wir haben noch nichts erlebt an Prüfung. Und ich will euch darauf aufmerksam machen, die richtigen Prüfungen kommen noch. Uns hat noch einiges zu erwarten. Möge Allah uns beschützen, wo auch immer wir sind.